Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Maximilian Merz. Ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Leipzig und hier für das Myelomprogramm zuständig und auch für die KT-Zellen. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, welche bispezifischen Antikörper, die uns jetzt zur Verfügung stehen, einmal gegen BCMA, einmal gegen GPRC5D, sollen wir in welcher Reihenfolge einsetzen? Das ist eine Frage, die jetzt erst vor kurzem aufgekommen ist, weil seit September 2 bispezifische Antikörper erhältlich sind in Deutschland. Einmal natürlich Teclistamab gegen BCMA und das andere ist Talquetamab gegen GPRC5D. Und aktuell wissen wir nicht so richtig, was zuerst und was als zweites eingesetzt werden muss. Als erstes kann man sich natürlich die Remissionsraten angucken. Mit Talquetamab und Teclistamab ist das sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die Ansprechraten sind ca. 70% und ca. 30% der Patienten erreichen eine komplette Remission oder sogar eine MRD-negative komplette Remission im Laufe der Therapie, sodass wir hier keinen klaren Unterschied festmachen können. Bei den Nebenwirkungen ist das ganz anders. Das heißt, BCMA-gerichtete Therapien haben vor allem die Nebenwirkung, dass sie die Infektionsneigung nochmal signifikant erhöhen. Das heißt, insbesondere virale und bakterielle Infektionen, aber auch teilweise Pilzinfektionen. Das heißt, Patienten, die schon generell eine hohe Infektionsneigung haben oder in der vergangenen Monaten wiederholt schwere Infektionen hatten, sind eventuell nicht die besten Kandidaten für BCMA-gerichtete Therapien, wenn man GPRC5D-gerichtete Therapien in der Hinterhand hat. Wenn man doch sich für BCMA entscheidet, ist ganz wichtig, antivirale Prophylaxe, antibiotische Prophylaxe, bei Leukopenien-Patienten auch Pilzprophylaxe und ganz wichtig natürlich bei polyklonalem Immunglobulinmangel unter 4 Gramm pro Liter auch immer eine Immunglobulin-Substitution. Wichtige Nebenwirkungen bei Talquetamab sind zwei, die besonders die Lebensqualität einschränken können. Einmal der Geschmacksverlust, der manchmal sogar schon nach der dritten oder vierten Ramp-up-Dose auftritt. Das heißt wirklich, Patienten berichten darüber, dass der Geschmack ganz weg ist, dass süße Speisen teilweise ekelhaft schmecken. Das kann natürlich, wenn man zum Beispiel professioneller Koch ist oder Hobbykoch, ganz vehement die Lebensqualität einschränken. Das heißt, Patienten, die dort, sag ich mal, ganz klare Vorlieben äußern, sind eventuell nicht die besten Kandidaten für GPRC5D. Und das Zweite ist diese exfoliative Hauterkrankung der Handflächen und auch der Fußsohlen. Das heißt, auch innerhalb der ersten Ramp-up-Dosen kann es auch tauchen, dass die Haut sich anfängt zu schälen und auch Blasen zu werfen. Wenn man jetzt zum Beispiel berufstätige Frau oder Mann hat, die viel mit den Händen arbeiten muss, feinfühlige Tätigkeiten hat, wir hatten zum Beispiel auch ein Hobby-Gitarrenspieler, Hobby-Klavierspieler. Da ist es natürlich problematisch. Das heißt, wenn es irgendwie das zulässt, kann man dann eben auf den bispezifischen Antikörper gegen BCMA, sprich Teclistamab, zurückgreifen. Der letzte, ganz, ganz wichtige und für mich aktuell wichtigste Punkt bei der Entscheidung, ob BCMA oder GPRC5D, ist die Folgetherapie. Das heißt, man muss so ein bisschen 3D-Schach spielen. Was ist die aktuelle Linie und was wird eventuell die nächste Linie sein, wenn die Patienten nicht mehr ansprechen, was ja trotzdem auch bei den bispezifischen Antikörpern trotz der tollen Ergebnisse irgendwann auftritt. Und hier ist es ganz klar so, wenn der Patient, die Patientin nochmal Kandidat oder Kandidatin für eine KT-Zelle werden könnte, dann sollte man ganz sicher wirklich auf Talquetamab zurückgreifen. Das kann ich so bestimmt sagen, weil man dann natürlich das Antigen wechselt. Das heißt, man kann mit Talquetamab jetzt behandeln, das ist gegen GPRC5D. BCMA bleibt unberührt. Wir wissen jetzt von beiden Antigenen aus den Würzburger Daten, dass beide für immer verloren gehen können bei Myelomzellen. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Antigen nicht auszunutzen vorher, bevor man die KT-Zellen einsetzt. Und aktuell sind zwei KT-Zellen zugelassen, das IDA-Cell und das CITA-Cell. Beide sind gegen BCMA gerichtet. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, noch an eine KT-Zelle ranzukommen, ist sicherlich sinnvoller, erst den BCMA-gerichteten bispezifischen Antikörper einzusetzen, den GPRC5D-gerichteten bispezifischen Antikörper einsetzen und dann eben die KT-Zelle nach zum Beispiel Versagen auf Talquetamab. Das sequentielle Einsetzen von BCMA-gerichteten Therapien, zum Beispiel erst Teclistamab und dann KT-Zellen, ist eventuell erschwert dadurch, dass BCMA ganz verloren geht auf den Zellen und dann bringt natürlich auch die hocheffektive KT-Zelle weniger, wenn Teclistamab nicht mehr funktioniert hat. Sodass man nochmal zusammenfassen kann, Patienten, die vor allem infektionsgefährdet sind und schon viele Infektionen hatten, sind eventuell besser geeignet für GPRC5D als gegen BCMA. Patienten, die
sehr viel Wert darauf legen, dass ihr Geschmack erhalten bleibt, die fingerfertige Tätigkeiten ausüben, die sehr angewiesen sind auf Feinmotorik. Die sind eben nicht die idealen Kandidaten für GPRC5I-Gerichte, wie spezifisch Antikörper, weil hier viele Nebenwirkungen auftreten. Und auch Patienten, die eventuell eine BCMA-gerichtete CAR-T-Zell-Therapie bekommen können, die sollten wohlmöglich eher erst mit Talquetamab anfangen als Teclistamab, um eben das Antigen BCMA nicht für zukünftige Therapien zu zerstören.